Viele ehemalige DR-Sonderfahrzeuge werden weiterverwendet, auch Oberleitungsrevisionswagen. Bei der DB werden für die Instandhaltung der Fahrleitung ab Mitte der 50er Jahre moderne Turmwagen angeschafft. Zweimotorige Dieseltriebwagen auf Basis des Uerdinger Schienenbusses, bezeichnet als VT55, ab 1968 als Baureihe 701. Zur Erdung und zur Prüfung der Fahrleitung ist auf dem Dach ein Stromabnehmer montiert. Eine hydraulisch heb- und schwenkbare Bühne dient für Arbeiten an der Oberleitung. Bis 1974 werden über 100 dieser Fahrzeuge in Dienst gestellt. Zuverlässig haben die Triebwagen für Oberleitungsarbeiten immer zur Verfügung gestanden. Die Arbeiten sind beendet. Die Erdungsstangen vor und hinter dem Arbeitswagen können jetzt abgenommen werden. Die Erdung ist überlebenswichtig. Falls trotz der Arbeiten Spannung angelegt wird, kommt es sofort zum Kurzschluss. Instand gehalten wurden die Turmwagen im AW Kassel. Hier haben sie auch die heutige gelbe Lackierung erhalten. Ende 2017 stehen noch 4 Fahrzeuge in den Bestandslisten. In den Jahren 1977-78 werden 5 neue Turmtriebwagen angeschafft. Sie basieren auf der Baureihe 627. Bei einem Rangierunfall in Mannheim muss zur Bergung der havarierten Fahrzeuge die Oberleitung abgehangen werden. Ein 704, so die Baureihennummer, rollt heran. Über die Arbeitsbühne wird die Fahrleitung demontiert. Seit 2012 sind alle 5 704 ausgemustert und wenig später verschrottet worden. Inzwischen haben viele Ortstriebwagen der Baureihe 711.1 den Betrieb der alten Turmwagen übernommen. Ab 2002 hat die Gleisbaumechanik Brandenburg den 711.1 auf die Gleise gestellt. Insgesamt 22 Fahrzeuge. Zu den Tunnelinspektionsfahrzeugen gehört die Baureihe 705.1, 2016 auf der Berliner InnoTrans vorgestellt, gebaut von Plasser und Theurer. Der neue Bahndienstwagen ist ein wahrer Alleskönner. So kann er für die Schneeräumung oder auch als Gleisarbeitsfahrzeug genutzt werden. Seit Anfang 2017 wird die fast baugleiche Baureihe 711.2 in Betrieb genommen. Geplant für den Einsatz auf der Neubaustrecke Leipzig-Nürnberg.